Was ist hier unten? Muss man ja mal gucken, was hier ist. Oh, guck mal, eine Kiste. Was ist das? Zauberwasser. Ich brauch wahrscheinlich erst gar nicht versuchen, mit dem zu reden, oder? Ja, ich will das gar nicht hören. Das hört sich nicht schön an. Okay. Dann hätten wir das hier unten auch schon mal. Was ist das hier? Achso. Wippenstart. Nee, Wippenstart. Schlägerseite. Wen schleudert man da hoch? Ich geh mal hier rein. Ah, der ist unsichtbar. Weißt du, wer ich bin? Ein Monsterschwein hat mich im Wald gefangen und hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Am Anfang war es lustig, weil mich niemand bemerkt hat, aber jetzt will ich wieder normal sein. Du bist der Erste, der mich bemerkt. Das macht mich so hungrig. Hast du was zu essen? Nee. Aber das kann ich mir mal aufschreiben. Fürs nächste Mal. Und zwar im ersten Haus. Ist das das? Ich glaube, das ist das Kartoffelbrot, ne? Kartoffel. Sandwich. So. Ich schreibe mal noch unsichtbar dahinter. Werde ich mir dann vor der nächsten Aufnahme. Werde ich die Brote. Also, ich werde mal alle Brote dann wieder machen, die ich machen kann. Damit wir ein paar auf Vorrat haben und dann können wir die ja ein bisschen hier verteilen. So. Dann gehen wir mal hier rein. Das sind ja anscheinend nur kleine Hütten. Ach, Schwein. Ja, du wirst wahrscheinlich auch nur. Wer hätte es gedacht? Das ist gruselig. Ich werde jetzt erstmal auf der unteren Ebene bleiben und werde dann, wenn ich hier unten alles abgegrast habe, werde ich erst nach oben gehen. What the fuck? Das ist zu wahrscheinlich? Ja, natürlich. Hier ist eine Lachtür und eine Unsichtbarkeits... Moment. Nee, oder? Nee, können wir nicht benutzen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass man von selbst dann machen kann, dass man unsichtbar ist oder nicht. Aber das habe ich mich dann wahrscheinlich verliebt. Oh, wie süß! Ein Elefantenschwein. Nicht das. Die Kiste sollst du aufmachen. Okay, große Mahlzeit. Das ist wahrscheinlich dieser Schrank, wo wir mit dem Schlüssel dran kommen. Ja, ist gut, kleiner Elefant. Die Musik, die macht mich fertig. Okay, hier ist dicht. Waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht, ne? So. Die Zauberblume braucht Flüssigkeit. Gut, dass wir unsere Eimer aufgefüllt haben. Das hat es ja richtig gebracht. Können wir hier... Nee, können wir nicht. Aber wir können hier hoch. Das ist schon wieder so eine Wippe.
Hier ist noch. Ne, kommen wir nicht hin. Das habe ich jetzt hier noch nicht so ganz verstanden. So, und da drüben ist das schlimm. Was ist mit dir eigentlich? Können wir dich da wegschicken, damit ich da reinkomme? Ah, guck. Hä? Was hat er denn da? Irgendein Teil für irgendeinen Mechanismus oder sowas. Jetzt ist er traubi. Dort kommen wir einfach nicht hin. Noch nicht mal mit der Wippe? Wir können doch etwas drauflegen. Benutzt die Wippe, aber was denn? Was sollen wir denn da drauflegen? Kontrollschuppen. Ah, das ist das Teil für hier. Ach, da guck mal, das ist noch eine Kiste. Noch eine Feder. Sogar zwei. Wahnsinn. Kannst du. Guck mal hier, du hast doch eben gerade so schön da drauf geschlagen. Ja, du kannst uns doch einfach da hochschlagen. Was soll ich denn da drauflegen, junge Mann? Komm ich da drüber? Da drüben hin, so zufällig. Was ist hiermit? Ist hier irgendeine Treppe oder. Entschuldigung. Oh, 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 oh. Ah. Was wir auch immer mit dem Ball anfangen jetzt. Okay. Der ist da ge. Nein! Tombi, du bist so dumm, dumm. So. Aber was bringt uns der Ball da oben, außer dass er vielleicht den Vogel verscheucht? Weiß es nicht. So, den Ball anfassen bitte. Fass den Scheißball an. So. 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 Vor allem das Geräusch auch dabei, ne? So, Dreiecksrad. Jetzt können wir wahrscheinlich die Leiter da ausfahren. Müssen wir ihm geben vielleicht? Aber er hat verstanden, was wir wollten. Das ist gut mit seinem lustigen Hütchen da. Wunderbar. Will nicht da runterfallen. Okay, wir nehmen uns jetzt erstmal den Schlüssel. Garderobenschlüssel erhalten. Mal gucken, ob hier oben noch irgendwas rumliegt. Hat bestimmt. Nee. Warum versuche ich es auch überhaupt? Jetzt gehen wir mal schnell noch hier rein. Dann
gucke ich, ob ich da hinten runterfallen kann. Nee, das geht auch nicht. Gut. Das heißt... Ach, da vorne ist die Leiter. Das heißt... Wir gehen jetzt wieder runter. War das hier? Nee. Dann war das hinten da in der Ecke. Da, wo das Loch in der Wand war. Glaube ich. Hier. Zirkuswarenlager. Genau. Da ist es! Das muss es sein! Kann das noch irgendwas anderes, außer dass wir damit mit anderen Leuten reden können? Wow. Was ist das? Ein Schweinekostüm? Das aus der Garderobe? Stimmt's? Klar, nehmt es ruhig. Na gut, haben zwar Sachen von dem geklaut, aber... Okay, was möchtest du haben? Der hat also nämlich einen Käfig. Au, auf Bällen balancieren ist schwer genug für heute. Hey, wo ist der Ball geblieben? Willst du den wieder haben? Es sieht so aus, als ob man da draufschlagen müsste, aber es geht nicht. So. Können wir jetzt nochmal mit den ganzen Leuten hier quatschen? Eine leere Stelle auf der Ereignisseite des Abenteuertagebuchs bedeutet, dass du bestimmte Dinge noch probieren musst. Wie viele Abenteuer es wohl gibt, ich möchte sie alle probieren. Das war komisch. Oh, seliger Bonse. Du hast vorher so gut Wasser gespendet. Jetzt bist du versiegt. Was? Auch diese Blume blühte so schön. Besteht ein Zusammenhang? Der selige Bonse ist nicht faul gewesen, aber ich hatte viele Sorgen und viel nachzudenken. Okay, sollen wir einfach da Wasser reinkippen? Kannst du nicht irgendwie deinen normalen Gesundheitszustand zurückerlangen? Was? Ich bin doch ganz normal.